Hallo meine Lieben, heute reisen wir mehr als 500 Jahre in die Vergangenheit und begleiten die Seemänner, die kurz davor sind, Amerika zu entdecken. Doch scheint es so, als entdeckten sie wenige Stunden zuvor etwas noch viel Erstaunlicheres. Aber vielleicht waren es auch die Seeleute selbst, die entdeckt worden sind. Was dahinter steckt und die gut dokumentierten mysteriösen Ereignisse von Christoph Kolumbus selbst, seht ihr nach dem Intro. Oktober 1492, 2 Uhr morgens. Christoph Kolumbus und seine Crew haben gerade die Küste von San Salvador entdeckt. Seit 70 Tagen sehen sie das erste Mal nach der langen und beschwerlichen Reise über den Atlantik wieder Land. Besser gesagt, die Karibik. Welchen Ort hätte man sich sonst wünschen können, um wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Doch nur 4 Stunden zuvor erlebte die Crew eine andere, weitaus ungewöhnlichere Entdeckung als die westliche Tropeninsel. Und viele Ufologen fragen sich aufgrund der Beschreibungen, ob die Entdeckung Amerikas von unbekannten fliegenden Objekten überwacht wurde. Diejenigen, die das tun, sind überzeugt, dass jeher außerirdische Wesen den Fortschritt unserer Spezies verfolgt haben. Und diese Theorie ist gar nicht so abwegig, wie man denkt. Immer wieder findet man Aufzeichnungen, die sich quer durch die Menschheitsgeschichte ziehen, die Hinweise darauf geben könnten, dass dem wirklich so ist. Von 10.000 Jahre alten Höhlenmalereien in Indien über die Schriften antiker, griechischer und römischer Historiker bis hin zu mittelalterlichen Kunstwerken. Wenn selbst die Geschichte sich die Zeit genommen hat, sich an sie zu erinnern, müssen sie einen wichtigen Teil im Alltagsleben der frühen Bevölkerung gespielt haben. Einer dieser Beobachtungen sind eben diese, die im Bordbuch Christoph Kolumbus verzeichnet sind. Wie wichtig diese Begegnung zu sein schien, kann man an den Chroniken seiner Familie erkennen. Der Vorfall wurde nämlich auch nach seinem Ableben mehrmals in den Schriften seiner Erben erwähnt. Die mysteriösen Ereignisse beginnen schon am Tag des 13. September, genau an jenem Ort, der seit jeher für Spekulationen sorgt, das Bermuda-Dreieck. Kolumbus bemerkte, dass sich die Nadel seines Kompasses sprunghaft verhielt und nicht mehr nach Norden zeigte. Dieses mysteriöse Geschehen wiederholte sich ebenfalls am 17. und 20. September. In seinem Tagebuch hält er es so fest. Die Navigatoren beobachteten die Nordspitze und stellten fest, dass die Nadeln eine volle Spitze nach Westen des Nordens drehte. So waren die Seeleute alarmiert und niedergeschlagen und wussten nicht mehr, nach was sie sich zu richten hatten. Der Admiral aber wusste es und befahl, dass der Norden im Morgengrauen wieder beobachtet werden könne. Dann stellten sie fest, dass die Anzeige der Nadeln doch richtig war. Die Ursache war, dass sich der helle Stern bewegte, an dem sie sich orientierten, und nicht die Nadeln des Kompasses. Ungewöhnlich ist die Beschreibung eines Sterns, der sich am Nachthimmel bewegt, allemal. Doch mit dieser ungewöhnlichen Sichtung ist dieser Fall noch lange nicht abgeschlossen. Wie Kolumbus später seiner Familie verriet, wurde der helle Stern auch in anderen Nächten gesehen. Was ihn als auch seine Männer vermuten ließ, dass ihnen etwas Übernatürliches folgte. Vor 5 Jahrhunderten waren die Menschen halt viel abergläubischer als heute und diese Sichtung war für die Entdecker Amerikas ein mehr als beunruhigendes Ereignis. Am 11. Oktober dann um 22 Uhr, nur wenige Stunden vor der Entdeckung des amerikanischen Kontinents, patrouillierte Kolumbus auf dem Oberdeck. Die Moral seiner Mannschaft war bereits dermaßen am Boden, dass die Mannschaft bereits gedroht hatte, umzukehren und nach Spanien zurückzusegeln. Während er in den Nachthimmel schaute und sich überlegte, wie er die Motivation seiner Mannschaft wieder heben könnte, geschieht etwas, das er in seinem Logbuch folgendermaßen beschreibt. Ich sah um 10 Uhr in großer Entfernung ein Licht schimmern, doch ich war mir nicht sicher, ob es auf die Meeresoberfläche aufsetze oder nicht. Ich rief nach Pedro Gutierrez, einem Adjutanten des Königs, und sagte, dass es ein Licht zu geben schien und dass er es sich auch anschauen sollte. Er tat es und sah es. Nach den Berichten Kolumbus verschwand das Licht immer wieder in dieser Nacht, nur um immer wieder aufzutauchen. Auch soll es während seiner Beobachtung plötzlich seine Höhe geändert und geschimmert haben. Weiteren Quellen nach wurde das Licht zunächst unter den Wellen im Ozean entdeckt und stieg später in den Himmel auf. Eine plausible Erklärung wäre ganz sicher eine Sternschnuppe oder ein anderer Himmelskörper, einen Asteroiden, den man am Nachthimmel gesehen hatte und sich über mehrere Tage zeigte, wie er an der Erde vorbeizieht.
Doch wie erklärt man sich dann die ruckartigen Bewegungen des Objekts und wie die Beobachtungen eines aus dem Meer kommenden Gefährts? Hatten Kolumbus und seine Männer nicht nur ein UFO, sondern das erste beobachtete USO, ein unterseeisches Objekt, beschrieben? Fest steht, die Sichtungen der Männer und von Kolumbus rund um dieses seltsame Objekt während der Entdeckung Amerikas werden wohl für immer ungeklärt bleiben. Oder habt ihr eine Erklärung für die seltsamen Begegnungen der Crew der Santa Maria? Dann schreibt mir wie immer eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Mal.